Für die Töpfer vom Sohn Wald ist Ton, Graben, Winterarbeit. Diese beiden Krugbäcker kommen am frühen Morgen aus dem 8 Kilometer entfernten Sparbrücken, um hier im Sponheimer Gemeindewald eine Erdkaul anzulegen. Ausgebeutete und voll Wasser gelaufene Schächte, wie hier im Vordergrund, zeugen von einem alten Tonabbau. An einer neu angelegten Grube, in der schon weiße Topferde gefördert und auf dem Tonbett aufgeschüttet wird, halten die beiden an, um zu sehen, wie tief hier der Ton liegt. Nicht weit davon befindet sich der Platz für die eigene Grube. Die ausgewählte Stelle darf wegen der Gefahr eines Wassereinbruchs nicht zu nahe bei einem alten Schacht liegen. Die Weite des Schachtes wird 1,20 Meter betragen. Auf einem Bündel von Tannenzweigen hat der Töpfermeister von der Nachbargrube Glut für das Grubenfeuer geholt. Da, wo der Schacht nun knietief niedergebracht ist, befand sich früher einmal das Tonbett einer längst eingesunkenen Grube. Beim Graben wird erst jetzt unter der hellen Tonlage die Humusschicht der ursprünglichen Erdoberfläche erreicht. In der Wärme des Feuers macht der Töpfer die Haselruten geschmeidig, aus denen er Bindegärten herstellt. Die Gärten werden gebraucht, um das Schalungsmaterial für den Schacht herbeizuschaffen. Zum Verbinden der Erdkaul, das heißt zum Auskleiden der Grube, verwendet man Weißbuchenstangen, die der Töpfer am Waldrand schlägt.
Bei Frost rösten die Töpfe ihr Frühstücksbrot am Feuer. Der Schacht ist bereits mannstief vorgetrieben. Jetzt muss die Dreh- oder die Grubenhaspel aufgestellt werden. Rechts und links neben der Schachtöffnung gräbt der Töpfermeister die Standlöcher für die beiden Pfosten. Durch eine einfache Verstrebung gegen den Hang gewinnt das Fördergerät seinen festen Stand. Mit zwei Dielen wird am Schachtrand der Platz befestigt, auf den die hochgewundenen Körbe niedergesetzt und vom Grubenseil abgehakt werden können. Der Korb ist in zwei Sielscheite vom Zuggeschirr der Pferde eingebunden. Statt des geflochtenen Behälters benutzt man seit 25 Jahren eine Zinkbütte zum Tonfördern. Nun kann der Schacht mit Hilfe der Haspel weiter ausgeräumt werden. Wenn mit dem Verbinden des ersten Schachtabschnittes begonnen wird, muss ein dritter Mann helfen. Der Töpfermeister reicht die Buchenstangen mit den dicken Enden zuerst an. Die Stämmchen werden beim Einziehen ringartig in den Schacht hineingebogen, sodass sie sich wie Reifen gegen die Wandung pressen.
Die Stangen werden abwechselnd einmal rechts und einmal links herumgelegt, damit sich die starken Enden an der Wandung verteilen. Die dicht nebeneinander gesetzten Buchenreifen geben dem Schacht einen ausreichenden Schutz gegen hereinbrechendes Erdreich. Die stärkeren Stämmchen, die sich nur schwer biegen lassen, werden am dicken Ende gekürzt. Die Verkleidung endet ungefähr 50 cm über dem Schachtboden. Die Reifen würden sonst beim tiefer Graben hindern. Der Schacht wird so abschnittweise bis auf den Ton in 8 bis 12 Meter Tiefe niedergebracht. Mit dem Abraum schütten die Töpfer einen Gang auf, an dessen Ende sie das Tonbett für die geförderte Topferde anlegen. Diese Grube ist fertig ausgebaut. Auf der Hangseite führt der Gang zum Tonbett, wo bereits eine große Menge geförderten Tons lagert. Ein Blick in die Schachtöffnung lässt eine modernere Art des Ausbaus erkennen. Rings an der Wandung sind lange Bohlen senkrecht hinabgelassen, die in Abständen von 2 Metern durch Eisenreifen gehalten werden. Unten im Ton, der in sich fest genug steht, kommt man ohne eine derartige Sicherung aus. Der Schacht erweitert sich hier glockenartig bis auf eine Weite von 2 bis 3 Metern. In der Tonglocke sind 2 Männer beschäftigt, einer, der den Ton mit der Grubenhacke losschlägt, und einer, der das Fördergut in den Korb füllt. Sie sind gerade dabei, den unteren Teil der Glocke zu erweitern. Hier lässt sich der Ton in großen Klumpen herausbrechen. Die Glockenweite wird bestimmt von der Mächtigkeit der in Schichten anstehenden Tonsorten, welche die Töpfer in einem bestimmten Mengenverhältnis zur Herstellung ihrer Ware brauchen. Nun wird die Wandung der Glocke mit leichten Hackenschlägen geputzt. Die Schlagstriemen weisen schräg nach oben und lassen die konische Form des Ausbaus erkennen. Das Grubenfeuer wird eingeschürt, um Glut zum Wärmen des Mittagessens zu gewinnen. Der Schacht liegt unterhalb einer mit Strauchwerk bewachsenen Böschung. Die Wurzeln halten die Erde fest und bilden eine zusätzliche Sicherung.
Die Tonsorten werden nicht getrennt gelagert. Magerer, halbfetter und fetter Ton oder, wie die Töpfer sagen, Plätzerd, Liecherd und Fräterd vermischen sich beim Ausschütten auf dem Tonbett im vorgesehenen Verhältnis. Wenn unten der volle Korb eingehängt ist, wird durch Zuruf das Zeichen zum Hochhaspeln gegeben. Beim Ablassen des leeren Korbes wird die Haspelwelle mit einem krumm gewachsenen Aststück gebremst, das an der Verstrebung befestigt ist. Mit dem ausgestreuten Ton halten die Männer den Gang trocken. Für das Mittagessen wird ein in Papier gehülltes Stück Fleisch in die Glut eingescharrt. Früher schlachteten die Töpfer für die Arbeiten in der Grube meist eigens ein Schwein und das Fleisch wurde zum Braten in Ton eingepackt. Unten in der Glocke geht nun der Abbau in die Tiefe weiter. Vom Boden bis zum Schachtansatz hat die Tonglocke jetzt eine Höhe von über 3 Metern. Zum Mittagessen fahren die Männer aus.
Vom Aschenbraten, der inzwischen gar geworden ist, bekommt jeder ein Stück. Auch der Apfelwein im Krug wurde an der Glut gewärmt. Nach dem Mittagessen wird das Feuer neu angelegt. In der Grube beginnen die Männer nun mit dem Ausbau der ersten Kammern. An der Wand der Schachtglocke zeichnen sich schon die Umrisse des gewölbten Stollens ab, der seitlich in den Ton hineingetrieben wird. Der Druck der Deckschichten ist hier so stark, dass sich mit der scharfen Hacke kaum faustgroße Stücke herauslösen lassen. Kammerwände und Decke werden sauber ausgehauen. Beim Vortreiben der Kammer bedienen sich die Töpfe nicht der Technik des Unterhöhlens, sie hauen zunächst die Wölbung und dann erst die Bodenzone aus. Der fertig ausgebaute Stollen erreicht eine Länge von 4 Metern. In der Regel werden von der Schachtglocke aus 4 solche Seitenkammern gegraben, die sich kreuzförmig gegenüberstehen. Die Grubenarbeit muss in spätestens 3 Wochen beendet sein, weil ein solcher Schacht nach der Erfahrung der Töpfer dem Druck des Erdreiches nicht länger standhält.